Wo wohnen Emus? Hallo Leute, ich wollte mal fragen, was das natürliche Habitat eines Emus ist. Wohnen die in Höhlen oder auf Bäumen oder so? Danke im Voraus. Knipser-Smiley. Dürfen Muslime in Minecraft Schweinefleisch essen? Ich frage mich echt, ob Muslime, die Minecraft-Spiele in Schweinefleisch essen dürfen. Oder dürfen die nur gebratenes, wenn überhaupt? Alleine, dass du schon so eine dumme Frage stellst, ist oberste Grenze Haram. Hörst du mich? So, nehmen wir einfach mal den Koran vor uns und sehen dann, hier, man sieht's, auf der ersten Seite, der erste Satz, es ist verboten, in Minecraft Schweinefleisch zu essen. In Klammern, auch gebratenes. Bitte versuch nachzudenken. Kostet Wasser weniger, wenn langsam aus dem Hahn? Was, wenn ich dem Wasserhahn nur ein wenig aufmache und meine Eimer über Nacht voll tröpfeln lasse? Kostet es dann weniger, als wenn volle Pulle? Also so wie beim Autofahren? Wenn man langsamer fährt, kommt man weiter? Du willst mich ficken? Mit Edding die Pupillen bemalen? Hi, kann man, wenn man sich mit Edding die Pupillen bemalt, nichts mehr sehen? Also ist man dann blind? Ich will das nicht unbedingt ausprobieren, aber vielleicht hat ja von euch jemand schon Erfahrungen gemacht. Hat jemand vielleicht damit Erfahrung? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Es hat bestimmt noch kein Mensch auf dieser Welt sich die Augen mit Edding zubemalt. Obwohl, warte mal. Immerhin gibt es 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt und 2 davon sind die Prank Bros, also so unwahrscheinlich ist es gar nicht mal. Und warum steht das unter dem Tag Bastin? Hast du von deiner Kindergärtnerin die Aufgabe gekriegt, dass du dir deine Pupillen bemalen sollst? So, liebe Kinder, eure nächste Aufgabe ist, eure Pupillen zu bemalen. Aber Frau Lehrerin, ist das denn sicher? Nein, aber weil du geistlich zurückgeblieben bist, machst du das trotzdem. Spielhallen Geld zurück? Ich war gerade Spielehallen und habe ganzes Monatsgeld verzockt. Kann ich es irgendwie zurückbekommen? Also gibt es da einen Kassenbon? Oder so, damit ich das umtauschen kann? Du willst mich ficken? Problem mit Elefantenkot. Hallo, seit etwa 3 Monaten bekomme ich regelmäßig etwa alle 1 bis 2 Wochen Elefantenkot zu meiner Haustüre. Ich bestelle ihn nicht und will ihn auch nicht haben. Manchmal sind es nur 400 Gramm, mich haben aber auch schon 6 Kilogramm Lieferungen erwischt. Was kann ich dagegen tun? Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Das Witzige hieran ist, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass diese Frage ernst gemeint ist. Es gibt nämlich wirklich eine Seite, wo man anonym Kacke verschicken kann. Opi, ich frage mich echt, was uns in der Zukunft noch erwarten wird. Bestimmt fliegende Autos oder eine Methode, um endgültig Krebs zu heilen. 2018, Shit Express, versende jetzt deine Kacke weltweit zu irgendeinem Typen, den du nicht magst. Zuerst wähle deinen Code. Verschiedene Tiere haben verschiedene Arten von Code. Verschiedene Farben, Gerüche oder Konsistenzen. Aber was ist, wenn ich meine eigene Kacke verschicken will und nicht die von irgendeinem random Tier? Ich will es schon ein bisschen persönlich machen, ja? Support, kann ich anstatt Tierkacke meine eigene nehmen? Kommt drauf an. Wohin soll die Kacke gehen? An alle Menschen, die in Craft Mike Schweinefleisch essen. Zombies aus The Walking Dead. Hi, ich schaue gerade The Walking Dead und da gibt es ja diese Zombies. Sind das echte? Also haben die Filmemacher die aus toten Menschen gezüchtet? Oder wie wurde das gemacht? Würde mich echt mal interessieren. Ja, natürlich. Die werden in Massenhaltungen gezüchtet. Es gibt schon so viele Organisationen, die versuchen dagegen anzugehen. Keine Zombies züchten! Keine Zombies züchten! Genau! Zombies haben auch Rechte im Gegensatz zu Freibäder. Genau, Brudi! Freibäder sind scheiße! Freibäder sind scheiße! Freibäder sind scheiße! Mit Schildkröten Shisha-Bar. Ich würde gern wissen, ob Schildkröten Shisha-Bar mitnehmen kann? Wäre das schädlich für die Tiere? Ach du heilige Scheiße. Darf man das als Vegetarier? Und zwar, was ist, wenn ich jetzt sage, ich bin fester Vegetarier? Ist das dann per Gesetz so? Also, was ist, wenn ich dann doch nochmal Fleisch esse? Kann dann jemand die Polizei rufen? Oder, und gibt es da Strafen? Nein. Theoretisch ist es nicht strafbar, aber schon, wenn du in Minecraft Schweinefleisch isst. Du willst mich ficken? Können Katzen dann auch sehen noch? Also Katzen können ja sehen, wenn es dunkel ist. Und was ist, wenn man die Katze die Hand vor die Augen halten? Kann die dann durch meine Hand schauen, weil es ist dann auch dunkel oder so?
Ruhig bleiben, Elias. Okay, ruhig bleiben. Ich werde mir jetzt nicht das Leben nehmen. Ruhig bleiben. Können Schnecken aggressiv werden? Wenn zum Beispiel eine Schnecke 3 Tage braucht, um auf die andere Straßenseite zu kommen und man die dann zurücktut, können die dann aggressiv werden? Eine gar nicht mal so zurückgebliebene Frage. Lass mich mal denken. Ich frag mal hier bei meinen Kollegen nach. Können Schnecken aggressiv werden? Wieso fragst du mich das? Ich verschicke doch nur Kacke. Danke an gutefrage.net.fun und an Failfragen, Instagram-Seiten, Link in der Beschreibung, da könnt ihr vorbeischauen, daher habe ich diese Bilder. Und ja, sayonara, bis zum nächsten Mal. Das neue Video von Nitino ist scheiße. Wieso sagst du mir das? Ich verschicke doch nur Kacke.